herzlich willkommen auf Mutti Kutti Stern. Ich bin so Laser und heute habe ich zwei tolle Produkte bekommen über einen Amazon-Händler. Und zwar bewerben sie hier ganz neu in Deutschland diese Kopfhörer. Und ja, ich teste die jetzt mal. Das heißt, wir gucken uns die mal kurz eben an. Und dann werde ich sie ein, zwei, drei Tage mal testen für mich, um mein Fazit abzugeben. Und ja, ich packe sie jetzt erstmal kurz eben aus. So, es werden zwei Videos sein. Einmal ein Video über die A2 und einmal ein Video über die In-Airs, und zwar die kabellosen. Ich bin ja jetzt mittlerweile schon auf dem Testen und habe ja euch schon einige gezeigt. Darunter einmal hier die, also schon einiges hinter mir, und ich hoffe mir, dass mir die Kollegen hier besser gefallen. Und ja, und wir werden uns jetzt in diesem Video heute die A2 Kopfhörer angucken. Die In-Airs habt ihr schon gesehen und ich würde sagen, viel Spaß mit den A2. Und jetzt schauen wir mal bei den A2 rein. Wie gesagt, die In-Air hattet ihr ja schon. Ich muss zu diesem Zeitpunkt sagen, die sind wirklich echt cool. Machen wirklich was her. Ich habe mir die eben nochmal nach dem Videodreh nochmal ganz genüsslich angeguckt und angehört. Und die müssen auch noch ordentlich aufgeladen werden. Aber bis jetzt, wow. Also wirklich wow. So, hier haben wir die A2. Das sind kopfgebundene Kopfhörer, auch schnurlos. Hier ist auch wieder Bedienungsanleitung drin, auch auf Deutsch. Ja, auch auf Deutsch. Sehr gut. So, oh, was waren das dann gerade für Daten hier? Maximale Eingangsleistung 30 MW. Betriebsspannung 3,7 Volt. Okay. Welche Treiber haben wir verbaut? Standby-Zeit 600 Stunden. Musikspielzeit bis zu 20 Stunden in der 60% Lautstärke. Okay. 40 mm Treiber sind verbaut. Okay, auch gut. 20 bis 20 kHz, Bluetooth 4.1, okay, Ladezeit ca. 3 Stunden, ein 500 mAh Akku ist verbaut, Lithium-Ion, okay, dann schauen wir uns die Kopfhörer gleich mal an von der Qualität. Und dann ist hier noch ein kleines Säckchen, sehr schwer, ansonsten Verpackung leer, sehr schweres Säckchen, wir schauen mal rein. Oh, ah, das ist so ein Sack, womit wir die Kopfhörer transportieren können. Damit sie nicht dreckig werden, ist so ein kleines Säckchen hier mit Logo an der Seite. Ist sehr fein, fühlt sich an wie ein bisschen, fühlt sich fast an wie Seide. Einmal Micro-USB auf USB und einmal das AUX-Kabel, dass wir die Kopfhörer auch ohne Bluetooth am Handy, MP3-Player und whatever benutzen können. Und hier haben wir die Kopfhörer in einem matten Finish. Die Ohrpolster sehen okay aus. Ist Kunst, also Kunstimitatleder, würde ich sagen. Innen drin ist es flach und kommt nicht nach draußen. Wir haben rechts und links Höhenverstellung, geht variabel. Okay. Hier oben haben wir noch einen gepolsterten Bügel, fühlt sich gut an. Und ja, hier haben wir die Anschlüsse für die AUX-Kabel. Dann haben wir hier ein Mikrofon, so wie es aussieht. Den Anschluss für USB, eine LED-Anzeige, ein Knopf und drei weitere, Minus, Plus und Play. Und das war's. Mehr ist nicht. Ich setze sie einmal auf. Die Ohren gehen bei mir rein. Es drückt nichts innen drin. Also die Ohren drücken nicht innen drin. Das heißt, das Polster ist wirklich sehr gut gemacht. Ich schalte sie jetzt mal eben ein. Ich glaube, das ist der Knopf hier. Ohne mal in die Anleitung zu gucken. Ah, der Play-Button ist der Power-Off. Was der Button ist, weiß ich nicht. Von der Verarbeitung her für 30 Euro okay ist ja der Bügel hier oben. Ich mach mal zu. Und dann ja. Wir haben keine Bewegung, das heißt, die Kopfhörer sind wirklich starr. Wir haben hier in der Bewegung rechts und links so leichten Flex. Aber ansonsten sind die Ohrmuscheln komplett starr. Hier ist nichts beweglich oder so. Das hier ist komplett alles starr. Sitzen aber bequem auf dem Kopf. Das Kunstleder hier ist gut gepolstert und drückt nicht. Und wir verbinden mal das Handy und gucken mal, wie schnell das geht. So, Bluetooth-Geräte ein und dann gucken wir mal. Da sind die In-Airs und er sucht auf jeden Fall, es blinkt. Und da sind sie schon, A2.
gleich gefunden, Kopplung und... Jo, Headset is connected. Auch ziemlich laut, gleich schon am Anfang. Ich gehe mal runter und mach mal eine Probe. Ich habe jetzt mal gerade ein bisschen Probe gehört und die Kopfhörer sind sehr laut. Sie sind sehr laut. Wir haben hier, der Knopf hier vorne ist ein Bass-Boost, der leicht dazu neigt zu übersteuern. Das heißt, dass der Bass wird ein bisschen zu krass aufgedreht und es fängt an zu dröhnen leicht. Das könnte man vielleicht noch fein einstellen. Ich habe jetzt hier die Einstellung im Handy auf normal. Ich möchte einmal kurz das Lied hier abspielen und die Lautstärke zeigen von den Kopfhörern, die wir auch hier... Moment. Jetzt sind die Kopfhörer irgendwie nicht mehr gebunden. Was ist hier los? Okay, er hat sich eben gerade wieder mit den In-Ears verbunden. Warum auch immer. Ja, wir probieren mal. Ohne Bass-Boost. Ich mach mal volle Lautstärke. Also echt laut. Aber auch noch klar. Also nicht übersteuern, überhaupt nicht bei der Lautstärke. Und jetzt kommt gleich der Bass. Und dann schalte ich mal den Zusatzbass ein. Okay, und jetzt kommt der Zusatzbass. Und da hören wir auch hier etwas leiser. Der Bass ist total übersteuert. Ich schalte mal den Bass aus. Und wenn der Bass ausgeschaltet ist, haben die einen wirklich guten Klang, muss ich sagen. Auch auf voller Lautstärke. Hier zerrt nichts, hier kratzt nichts. Aber das werde ich testen für euch. Also die Bassfunktion ist wohl, naja, wir müssen mal gucken. Es gibt ja auch manche MP3-Player oder manche Geräte haben nicht so einen ordentlichen Bass. Und vielleicht funktioniert die Unterstützung ja hier. Hier auf dem Handy auf jeden Fall nicht. Aber die werde ich jetzt mal ein, zwei Tage testen. Ihr habt gleich nur einen Schnitt. Ich habe sie dann für euch mal getestet und dann sehen wir uns gleich zum Review. Hier sind wir jetzt im Review. Ich habe die Kopfhörer mal in den Sack getan. Ich hatte sie jetzt zwischendurch mal getestet. Ich muss dazu sagen, nicht länger als eine Stunde, da ich mit den In-Ears mehr beschäftigt war als mit denen. Aber ich habe sie mir trotzdem täglich mal eine Stunde aufgesetzt und habe mir Hörbücher angehört, habe mir verschiedene Musik angehört. Und in dieser Stunde sind mir diese Kopfhörer, was das Tragegefühl angeht, nicht negativ aufgefallen. Also die Kopfhörer sitzen wirklich sehr bequem drauf. Das Leder oder das Imitatleder ist wirklich sehr gut. Es ist sehr weich und deswegen sind sie sehr angenehm. Es ist dieses fluffige Weiche und auch der Bügel oben. Und sie sind ein bisschen eng, also sie liegen ein bisschen eng, also sie drücken ein bisschen. Ist aber okay. Meine Ohren hatten jetzt keine Probleme, hier reinzukommen. Ich habe sie meiner Kamerafrau mal aufgesetzt und die hatte auch kein Problem mit ihren Ohren. Ich weiß nicht, wenn man einen Tick größere Ohren hat, ob die hier vielleicht aufliegen. Das müsst ihr berücksichtigen bei der Größe hier. Aber wie gesagt, bei mir war da jetzt kein Problem. Sie saßen wirklich immer bequem. Ich habe sie mir angehört und sie sind wirklich sehr toll klanglich, wirklich sehr gut, muss ich sagen. Es sind hier jetzt auch keine High-End-Kopfhörer, genauso wenig wie die In-Ears, aber der Klang für das Geld, wir sprechen hier von 33 Euro, glaube ich, momentan, und für 33 Euro ist der Klang wirklich echt hervorragend. Also besser als Billigkopfhörer. Zum Beispiel, ja, kann ich euch leider nicht zeigen. Ich hatte mal so, doch, kann ich euch zeigen, Moment.
Jetzt nicht erschrecken, jetzt kommt was richtig Staubiges, weil sie die ganze Zeit hängen, sind die hier leicht staubig. Und zwar sind das hier Philips-Kopfhörer. Die gab es für, oder gibt es für 10er ungefähr bei MM. Und die Qualität von den Kopfhörern ist grottig. Also sie sind wirklich grottig. Sie sind blechernd, genauso wie die In-Air-Kram hier. Sie sind blechernd. Wirklich übelst billigste Qualität. Es funktioniert für Leute, die anspruchslos sind, funktionieren diese Kopfhörer für einen Zehner. Aber das hier schlägt es um Welten. Also hier kommt wirklich, wirklich hervorragender Klang raus. Wirklich toll. Man kann auch mit dem Handy den Equalizer einstellen und das funktioniert hier auch hervorragend. Was nicht so gut funktioniert, ist dieser Zusatzbass. Dieser Zusatzbass enttäuscht ein bisschen, weil wenn ihr das Handy jetzt, sagen wir mal, auf ganz normal habt und ihr schaltet den Zusatzbass ein, auch auf leiser Lautstärke, also wirklich auf leiser Lautstärke unter der Hälfte, dröhnt es. Es dröhnt, wenn man den Zusatzbass einstellt. Und es ist kein angenehmes Dröhnen. Es ist einfach ein Bass, der viel zu viel Power hat. Also völlig übertrieben. Was man aber machen kann, ist im Equalizer den Bass runterdrehen und dann passt es wieder. Also man kann den Equalizer, ich zeige das mal eben, ich demonstriere das mal eben oder versuche es. Und da kann ich auch einmal kurz zeigen, wie schnell diese Kopfhörer mit Bluetooth sich verbinden. Und zwar haltet ihr hier die Play-Taste gedrückt in der Mitte. Dann seht ihr unten. Und ihr hört es auch akustisch, die Kopfhörer sagen Power On. Und sofort verbinden sich diese Kopfhörer mit dem Handy. Das geht so schnell, das geht sogar schneller als mit den In-Ears. Wobei bei den In-Ears ist das okay, da geht es automatisch. Es geht wirklich richtig schnell. Also die Verbindung, Hammer. So, jetzt haben wir die Verbindung hier offen. Ich gehe mal wieder in mein Lied rein und spiele das mal ab. Und benutze mal hier die Lautstärke und zeige euch mal, die normale Lautstärke, der Equalizer ist Standard. Jetzt mal ein bisschen Bass. Und jetzt mache ich mal volle Lautstärke. Also echt gut, wirklich echt gut. Ich kriege auch schon wieder Gänsehaut. Also wirklich gut. Hammer. Toll. Und jetzt schalte ich mal den Zusatzbass ein und hört mal. Hört ihr das? Völlig übersteuert. Aber jetzt kann man hier in die Höhen rein. Und kann das so ein bisschen entgegenwirken. Aber ansonsten würde ich den Zusatzbass einfach abschalten. Und da muss ich sagen, ich gehe mal runter. Auf maximaler Lautstärke fangen diese Kopfhörer auch an zu vibrieren. Also ihr spürt Vibrationen, wenn der Bass kommt. Das ist wirklich heftig. Habe ich selten bei günstigen Kopfhörern, muss ich das ganz ehrlich sagen, fast gar nicht. Ich habe das eigentlich, kenne ich nur von meinen HyperX zum Beispiel. Wenn ich das so einstelle mit dem Equalizer am PC, dass sie dann leicht vibrieren, aber diese vibrieren sogar durch den Bass. Also sehr kräftige Treiber, die hier verbaut sind. 40 mm wohlgemerkt. Und wirklich gut. Also ich bin beeindruckt. Ich hatte keine Abbrüche. Jetzt muss ich mal kurz hier das Lied anhalten. Ich hatte keine Abbrüche, keine Verbindungsunterbrüchung oder sonstige Störung, gar nichts. Die Tonqualität ist wirklich hervorragend. Für 30 Euro oder 33 Euro hervorragend. Nicht High-End,
keine Frage, aber der Klang ist hervorragend. Wirklich toll, angenehm, lässt sich leise sowie auch ein bisschen lauter richtig krass hören. Und ihr habt gehört, wie laut die werden. Auf maximal Lautstärke kann man sich die Musik geben, aber mir persönlich wird es langsam, also das geht mir irgendwann auf die Ohren. Also auf die Ohren, die Lautstärke geht mir irgendwann auf die Ohren. Die Kopfhörer werden dadurch nicht schlechter, außer ihr benutzt diesen Bassregler. Also ich würde sagen, diesen Bassregler einfach ignorieren, über den Equalizer ein bisschen so einstellen und dann habt ihr hier tolle Kopfhörer für tolles Geld, die einfach funktionieren. Sie sind schlicht, simpel, das Design ist schlicht und simpel. Mir gefällt es wirklich, weil sie einfach simpel und schlicht aussehen. Viele würden sagen, die sehen billig aus. Finde ich gar nicht so. Ich finde sie eigentlich wirklich schlicht und simpel und das gefällt mir. Ich bin wirklich jemand, der steht auf sowas und ich kann mir sogar vorstellen, ich könnte die sogar draußen einfach tragen, wenn ich im Bus sitze oder, was ja bei mir nicht der Fall ist, aber wenn ich es machen müsste, würde ich es glaube ich tun. Sie schirmen auch sehr gut ab, muss ich sagen, also Geräusche von außen habe ich wenig mitgekriegt. Also wirklich tolle Kopfhörer für wirklich wenig Geld. Und ich bin wirklich begeistert, genauso wie bei den In-Ears, dass es doch Herstellern gelingt, für ein wirklich Preis-Leistungs-Verhältnis so ein gutes Produkt auf den Markt zu bringen. Wie lange sie halten und, das muss ich im Langzeittest machen. Diese Kopfhörer bekommen die Kamerafrau und wird sie testen für euch, einen Langzeittest. Und dann werden wir nach einem halben Jahr, ungefähr mal ein Update geben, wie lange der Akku hält und. Hier wird ja viel versprochen. Daten dazu blende ich sonst hier mal kurz ein. Das Aufladen ging ziemlich schnell. Ich habe keine Stunde gebraucht, dann waren sie aufgeladen. Und seitdem habe ich sie auch nicht mehr aufladen müssen. Also es ist immer noch die erste Aufladung. Und sie halten immer noch. Ich habe sie jetzt 3 Tage lang jeweils immer 1 Stunde getestet. Und wenn man sie einschaltet, dann verrät euch das blaue Licht hier. Das blaue Licht verrät euch den Ladezustand. Und ja, ihr seht, es leuchtet blau. Sollte es rot leuchten, dann sind sie fast leer und blinken, dann sind sie fast so gut wie kurz vor alle. Und das ist hier noch nicht der Fall. Ja, ansonsten Klinke habe ich nicht getestet, weil uninteressant oder nicht relevant. Ich habe jetzt nur rein die Bluetooth-Fähigkeit getestet und die war hervorragend. Ja, ich bin wirklich begeistert, dass ich euch so ein tolles Produkt für so einen Preis zeigen konnte. Und dass es wirklich gut ist. Ne? Ich will nun mal hier Markenhersteller und echt grottig. Tolle Kopfhörer, wirklich. Super. Kann ich euch echt nur wärmstens ans Herz legen, wer mit diesen In-Ear nicht klarkommt und hier Kopfhörer sucht, wo die Ohren reinkommen. Toll. Also wirklich tolle Kopfhörer, toller Klang. Super. Bin begeistert. Ja. Ja, hier, das ist so ein bisschen nachtragend. Bei Matt sieht man immer, wenn man die Kopfhörer hinlegt oder hier so leichte Kratzer reinkommen. Da ich sie jetzt schon 3 Tage benutze, ist hier leider schon ein kleiner Kratzer entstanden. Aber er hält sich eigentlich noch ziemlich dezent im Matten. Ja, ansonsten, das ist so momentan der Zustand. Wird sich vielleicht noch verschlechtern in der Zeit, wo ich sie teste. Ansonsten wirklich toll, muss ich sagen. Ich bin begeistert für das Geld. Einfach genial. Keine Abbrüche, schnelle Verbindung. Was will man noch mehr? Das war's mit den Kopfhörern. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen oder euch in irgendeiner Art und Weise geholfen. Ich bin's, euer Laser, und schaltet auch wieder ein, wenn es heißt Laser Time. Tschüss.